Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Automationen, Umkehren, also Reverse. Wie man das genau macht, zeige ich euch jetzt. Legen wir einfach mal los. So, ich habe hier einen Clip und diesen Clip habe ich mit dem Filter etwas automatisiert und das Ganze hört sich im Moment so an. So, und den Clip möchte ich nochmal wiederholen, aber die Automation möchte ich rückwärts, also reversed, abfahren. So, und jetzt kann ich einfach hingehen und kann diesen Clip einfach duplizieren, aber bevor ich das tue, sollte ich aufpassen, dass dieses Automationsdaten folgen, heißt das, glaube ich. Genau, Automationsdaten folgen, dass das aktiviert ist. Wenn das nicht aktiviert ist, ich deaktiviere das mal, dass ich draufklicke, gehe auf diesen Clip, drücke dann STRG D zum Duplizieren, dann wird hier nur der Clip kopiert oder dupliziert und sonst gar nichts. STRG Z zurück. Und wenn ich das mit den Automationsdaten anmache und dann den Clip dupliziere, werden die Automationsdaten mit dupliziert. Das gilt natürlich auch, wenn ich Clips verschiebe. Wenn ich das jetzt hier verschiebe, dann werden die hier mitgeschoben. Und wenn ich das hier ausmache, wird nur der Clip verschoben und da kommt gar nichts mit. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. So, machen wir wieder an. Beziehungsweise in dem Fall könnten wir es tatsächlich ausmachen. Um es mal kompliziert zu machen, duplizieren, dann habe ich hier gar nichts. Dann kann ich es zur Sicherheit wieder anmachen, wenn ich dann woanders wieder dran arbeite. Und gehe jetzt auf den Originalclip. Und hier wähle ich jetzt entweder hier aus dem Clip-Menü umkehren oder die Tastenkombination R oder den Shortcut R. Wenn ich jetzt R drücke, wird der gesamte Clip umgekehrt, inklusive der Automation. Und was ich jetzt machen kann, ich halte jetzt die 2 auf meiner Tastatur gedrückt über den Buchstaben, markiere mir jetzt diesen Bereich der Automation, lasse die 2 wieder los und dann greife ich mir diesen kompletten Bereich, ziehe den hier rüber und bevor ich den fallen lasse, drücke ich die STRG-Taste, damit ich eine Kopie erzeuge und lasse los. So, jetzt habe ich eine Kopie von dem von der umgedrehten Automation gemacht und gehe jetzt wieder zurück auf meinen Originalclip, drehe den wieder um und habe jetzt quasi den Originalclip zweimal in vorwärts und einmal die Automation in vorwärts und einmal die Automation in rückwärts. Und wenn ich das Ganze jetzt hier abspiele, habe ich die Automation einfach hier nochmal rückwärts. Das Ganze kann man natürlich, ich mache jetzt alles nochmal zurück, was wir hier haben, nochmal auf eine ganz andere Art machen. Das heißt, ich drehe das Ding hier schon mal um, dann dupliziere ich das und dann drehe ich das Original wieder um und muss natürlich hier den Clip nochmal umdrehen. Im Moment ist das so, wenn man diese Reverse-Funktion benutzt, ich mache das nochmal in langsam. So, das ist mein Original. Da markiere ich den Clip und wenn ich die R-Taste drücke, dann wird Clip und Automation umgekehrt. Dann drücke ich die STRG D-Taste, um das Ganze zu duplizieren. So, jetzt habe ich 2 Takte, alles rückwärts. Gehe wieder auf den Original-Clip, reverse den jetzt wieder mit der Automation. Dann habe ich den Clip wieder vorwärts und die Automation hier wieder vorwärts. Und bei dem Duplikat habe ich im Moment den Clip rückwärts und die Automation rückwärts. Und wenn ich auf den Clip hier klicke und R drücke, dann geht der Clip wieder vorwärts, die Automation bleibt aber. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das jetzt die Beta ist, ob das ein Bug ist, dass man nur das bei dem Original machen kann. Aber auf jeden Fall funktioniert das, wenn es ein Bug ist, funktioniert das später dann auch woanders, dass man das Ganze auf dem Original macht. Also das heißt, ich kann entweder erst alles reversen, dann duplizieren, dann den Original wieder zurück und dann den Clip hier wieder zurück in die Originalrichtung, damit ich nur die Automation reversed habe. Oder ich kann es wie auf dem Weg zeigen, den ich am
Anfang gezeigt habe. So, das war es auch schon mit diesem kleinen Praxistipp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, drückt den Daumen, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und ich hoffe, wir sehen uns bei einem der folgenden Videos wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Wash out, wash out, wash out.